So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute, wie im letzten Video angeteasert, Mönchshof Maibock. Weil wir haben ja August. Im August trinkt man immer gerne mal einen Maibock. Naja, im Mai. Im Mai kann jeder einen Maibock trinken. Ja, musst du im August machen. Ein Mönchshof, wer unsere anderen Videos kennt. Oh. Bernsteinfarbenes Starkbier. Boah, ey. Was war das, ein Glas? Des Frühlings mit voll also aromatischer Malznote. Frag mich nicht. Aber wir haben hier einen Hassel. Ey, wir haben da extra richtig geile Gläser gekriegt. Ja. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, wo die hin sind. Die müssen hier irgendwo sein, aber ja, seitdem ich sie da in eine Spülmaschine gepackt habe, sind sie weg. Hör mal auf. Na, das wäre mir aufgefallen, wenn ich die hier irgendwie verlegt hätte. Mann, Alter, wo bleibt denn der? So, hier kommt doch ein Speck. Also, ich habe noch ein zweites Hasselröde. Was soll ich denn damit, Mann? Die unsere Gläser, Junge. Genau. Jawohl. Auspacken oder wegpacken? Die sind natürlich vorher schädigt oder was? Gegen Mönchshof? Wir haben schon Schaden, das stimmt. Ja, Mönchshof. Wenn da Mönchshof steht, dann haben wir schon voll Bock drauf. Ja. Aber Maibock. Aber sieht gut aus. Ja, finde ich auch. Gefällt mir. Blüten hier, weiß ich nicht, was das ist. Kirsche oder was? Was blüht im Mai? Was steht denn da? Gebraut nach dem. Kirschblüte? Naja, ein richtiger Bock ist das ja nicht, wa? Wieso? Ja, wir machen richtig Bock wie einen. Junger Bock. Wie viel haben wir da? Maximal vier Punkte. Ach man, ey. Oh, da ist keine Heidi drauf mischt. Oh, hebig 2. Da, das ist ja mein Bock drauf. Ja, das Böckchen. Komm, Lady, fliegen hier mit deinem Mochi. Schmeißt das weg? Wieso, ist das immer noch hier drin? Das ist das Video übrigens. Eine Woche lang liegt das hier schon drin, aber so. Ja, ich dachte eigentlich, dass es besser wird, aber. Er knabbert immer noch ein bisschen. Eigentlich wollte ich ja noch einen zweiten Teil machen, Jens will aber nicht. Augensucht oder Augenflucht? Kipp in. Hopp auf und kipp in. Alter. Schön verdeckt. Willst du aus dem Glas trinken? Und schnuppert gleich, wa? Oder bist du das? Das ist das Bier. Ui. Nee, ich trinke aus der Pulle denn. Ich sah bei dir hin. Achso, übrigens, schöne Grüße an Yannick, wa? Gläser. Ja, schöne Grüße. Da geht noch was. Das ist Werbung. So muss es sein. Kleckern muss man. Hier, warte. Mensch. Joyboy-Deckel, ja? Ja, Mensch, wenn hier ein Standard liegt. Schöne Grüße an Joyboy. So, jetzt muss ich aber. Ja, hier hinter. Ja, Werbegeschenke hier, ey. Ist ja hier. Die haben es nötig mit Taschentüchern. Das sind so traurige Fahrräder. Wahrscheinlich. Nee, Pierre. So. Nee, danke, ich brauch keinen Untersetzer. Ach so, Entschuldigung. Hier, willst du die Taschen? Ja. Oh, Mensch, richtig. Warte mal. Ich hab ja sogar was. Willst du was ganz edelt haben? Mhm. Aus Schiefer? Mensch, lass den Tisch hier ans. So. So, und wie sieht's denn jetzt aus? Ja. Das sieht so aus, als ob mir das nicht schmeckt. Ja, der Schaum ist jetzt nicht der beste. Ist okay. Die Farbe, klar, dunkel, ja, wirklich dunkel Bernstein. Ja, das ist schon ganz schön, wenn man das mag. Aber ich mag das irgendwie nicht. Ja, was nun? Naja, ein oder zwei. Zwei, gut. Gong lieber oder Gong Triebe? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja. Prost. Prost. Riecht aber gut. Mhm. Meine Fresse ist das Müll. Oh.
Schmandelt, aber das ist nicht mild. Ja, also ich merke da die 6,9%. Nee. Oh, jetzt kommt es langsam. Aber es ist trotzdem noch mild. Nee, wird nicht mild. Von den Bockbieren, die ich bis jetzt so getrunken habe. Leichte Kaffeenoten. Ja, aber nicht geröstet. Nee. Also das ist schon... Ich schmecke auch ein bisschen Pistazie aus. Mhm. So, was denn jetzt hier Geschmack? Schmeckt dir das? Für den Bock ist das gut. Ich würde aber nicht mehr trinken wollen als so ein halbes Bier. Das kann ich sagen. Doch, wenn ich Bock habe, schon. Im Mai würde ich es gerne trinken wollen. Im August. Also ich würde sagen, tendiere jetzt zwischen 6 und 7. Ja, 7. Jetzt. Uwe. Und da Prost an Uwe bei. Na? Doch. Gucken. Die Uwe ist auch dabei, 100%. Ich bin Panzerkommandant, ich führe die Besatzung und damit den Kampfpanzer. Ich bin der Kraftfahrer und ich fahre den Kampfpanzer. Ich bin der Richtschütze und ich bringe die Munition ins Ziel. Ich bin der Ladeschütze und lade die Bordwaffe. Ja, ich bin Philipp, ich bin auch dabei. Ich bin Thomas, ich bin auch dabei. Na, klare Sache. Und ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Und ich bin auch dabei und ein paar geile Fotzen sind auch dabei. Wenn ich ganz ehrlich bin, Jasmin war auch dabei. Und der Uwe ist auch dabei. Der erste Schluck war milder, der zweite Schluck war schon kräftiger. Finde ich aber für den Bock trotzdem recht mild. Boah. Also es ist jetzt nicht penetrant, also nichts ist jetzt wirklich hervorstechend. Ich würde mal schmal. Willst du den letzten Zug trinken, oder? Wieso? Ich frag ja nur. Ich habe wahrscheinlich keinen drin, weil ich ja von oben hier nochmal habe. Ja. Ja. Ist ja jeder Alkohol, setzt hier unten ab. Mhm. Muss man vorher schütteln, das Bier ordentlich. Tja, halt nicht gemacht. Ja, schade. 15 von 30 möglichen Punkten. Alles das schlechteste Mönchshof, was wir jemals hatten. Das ist Bronze, Mittelklasse. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Genau das Richtige für unerwünschte, flüchtige Bekanntschaften. Kurve neu gekriegt. Ja, billig war es jedenfalls nicht, das kann ich schon mal sagen. Das ist jetzt auch nicht schlecht, also Bronze ist immer noch gutes Mittelmaß, Durchschnitt. Kann man sich mal gönnen, wer gerne Bockwurst trinkt, dem kann ich das empfehlen, einfach mal zu testen. Ja. Ja, was schon. 6,9 Volt. Also ich finde das schon, für ein Bockbier ist das schon in Ordnung. Also ich hatte schon andere Bockbiere, die weniger... Ja, was gut geschmeckt haben. Den Oettinger Maybock. Oder was? Gibt's das überhaupt? Weiß ich gar nicht. Oettinger U-Typ, Alter. Nee. Was gibt's als nächstes? Mönchshof Hell? Hatten wir schon, ne? Das ist eine gute Idee. Wir können ja nochmal testen einfach. Ja, genau. Testen wir einfach nochmal, fällt gar nicht auf. Das nächste... Ich denke mal, das nächste, was wir jetzt testen, das werdet ihr alles. Ja. Auf jeden Fall werdet ihr das kennen. Das ist das Becks. Becks Pilsner. Ja. Das werden wir als nächstes testen. Na gut. Zieht euch das rein. Liken, abonnieren, kommentieren. Und. Ja, weiter verbreiten. Bis zum nächsten. Prost und ciao.